Ein herzliches Willkommen hier zurück, hier in Österreich. Ja, Mitarbeiter Fangkämmer. Grüß euch. Ja, wie geht es dir? Ja, also mir geht es super. Ich habe es jetzt geschafft, in der sechsten Saison das letzte Rennen wieder nicht abzuschließen. Jetzt steht Österreich bevor, die Strecke, die ist immer ein bisschen grenzwertig für mich, die kann ich nicht gut fahren. Das ist deine dominante Strecke, also eigentlich sonst geht's mir gut. Ich freue mich natürlich auch auf den Heim Grand Prix. Ja, es ist mein Heim Grand Prix jetzt mit dem vierten Auto. Mit dem vierten Formel-1-Wagen. Und für mich ist es ein doppelter Heim Grand Prix eigentlich. Ja, der zweite. Stimmt. Ja, wie waren denn da die Platzierungen letztes Jahr? Kannst du da noch was hervorkramen? Ja, ich war Erster. Ja. Na, du warst. Ja, gut, das wollte ich jetzt nicht wissen. Na, du warst 14er. Ich glaube, da habe ich da überhaupt noch mal schon je gepunktet. Ja, du warst. Ich glaube, in so 3. Haas, oder? Zweiter. Genau. Also Haas bin ich jetzt öfter, ohne Rennstall. Ja, da warst du Zweiter, dann 12. und dann 14. Okay, dass es durchkommt, bin ich eigentlich immer. Die letzten 3 Mal, die ersten 3 Mal nicht. Ja. Das ist geil, da haben wir mal DRS mitgenommen. Also Blödsinn, das hat man ja so immer. Qualifying. Ja, Blödsinn, ja, ja, ja. Ich habe nämlich gerade Grosjean überholt, deswegen. Na gut, die erste Runde. Mal schauen, wie es läuft. Im Ferrari hier. Ich will eine 1.09-Zeit hier sehen. Hau ich jetzt mal vom Tisch. Ich weiß doch nicht, ob das möglich ist, aber. Machen wir mal ja 12.5er. Super, das war die schnellste Runde. Du überbietest das wahrscheinlich eh. Aber die Runde war nicht perfekt von mir, die war wirklich nicht gut. Aber kann sich trotzdem auskennen. Ah, 1.09 geht's ja aus, sorry. Wir rechnen heute nicht mit Wetteränderungen, es bleibt trocken. Sehr gut, schlecht. Ah, nicht ausgegangen. Wobei ich sagen muss, ich komme jetzt besser zurecht auf der Strecke als sonst. Bla bla bla. Bla bla Sprit, bla bla leer. Ah, verschissen.
Oh, da ist die Box. Ja. Verstehe ich nicht. Was denn? Ja, mal wirklich vorkommen, dass meine erste Runde sehr schlecht war, mit vielen Fehlern. Und jetzt habe ich so zwei Runden jetzt, wo ich denke, die sind nicht so geschissen, aber kam trotzdem nicht an diese Zahl dran. Vielleicht ist die auch nicht möglich. Oh ja, 1.09 habe ich glaube ich geschafft letztes Jahr mit Red Bull. Aber ich lasse jetzt nur meinen Reifen nicht verschwinden. Na, ich werde es wahrscheinlich nicht erreichen, weil ich habe das normale Setup lassen. Das heißt, du fährst dann nochmal raus oder? Lass das. Ich nicht. Ich los. Na gut. Gratuliere zur möglichen Pole. Jupp. Gratuliere zur Pole. Danke, 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 danke. Also, ich sollte auf weiter drücken. Denke ich schon, da geht nichts weiter, dabei muss ich weiter drücken. Aber oh, ist da einer dazwischen drängen noch? Oh, noch gerade abbremst, Alter. Die Kurve habe ich immer geschissen genommen. Den Qualifying aber nicht. Ja, ein bisschen Vitamin D tanken im Boliden. Kann auch was. Durch den Helm geht das schon durch. Oh, ein bisschen Staub. Ja, mein Ziel ist es auf jeden Fall, in die Punkteränge zu kommen. Podestplatz muss drinnen sein. Min Red Bull. Mindestens Punkteränge. Nachsatz: Podestplatz muss drin sein. Ja, man darf den Anschluss nicht verlieren. Was? Na, nichts, sage ich dann nachher. Sonst wird das Video gesperrt. Okay. Weil da muss man aufpassen, man darf nicht in beim Österreich Grand Prix kann man nicht sagen Anschluss in Österreich. Könnte falsch verstanden werden. Das will ich nicht. Was ist das denn für eine Alternativstrategie? Na ernsthaft? Okay. Oh. Mann. Oh, ich bin jetzt geschissen gefahren. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde Software verpflichten. Hm. Das heißt. Supersoft, glaube ich. Super. Oder? Ich glaube Supersoft. Sicher? Nein.
Sicher nicht. Ich glaube es, aber ich will da nichts reinreden. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher jetzt. Man will dann die Box, dass ich soft aufziehe. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Alter. Alternativstrategie? Ja. Bestätige. Wir wollen es auch soft aufziehen. Aber schon von Haus aus. Vielleicht ist doch soft verpflichtend. Kann natürlich sein. Bist du der Raffenstreber? Bitte? Nochmal, bist du der Raffenstreber? Ich hab's geschaut, aber ich hab's schon wieder vergessen. Muss ich ehrlich sagen. Ist der jetzt schon 8 Sekunden? Ja, das ist deine Strecke. USA ist immer sehr knapp, aber da dominierst du immer so derartig. Die Trainingsstrecken von mir daheim, da bin ich aufgewachsen. Da kann man machen, was man will. Da bin ich her, da kehre ich. Und wenn ihr wollt, so ganz allein, ich fahr Forza AOA. Okay, der war schlecht, der Reim. Oha, das fällt mir jetzt erst auf, dass ich Führender bin. Oh! Servus. Grüß dich. Ist jetzt auch soft auf? Jupp. Jupp, jupp, jupp. Kommt Leute, kommt, 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 kommt. Oh. 13. Erster. Oh gut, ich hab Zeit, mein Überholen. Das stimmt, wir machen immer die Hälfte. Ein Drittel genau haben wir. Weil der Guterres! Na Scheiße. Ich hab Zeit, mein Überholen. Buchs! Ich, die Kurve ist schnell näher gekommen, habe ich die überholen müssen. Hat mich dann aber einer angeschlagen. Einer angeschlagen. Grüne Flagge, das Rennen geht weiter.
Ja, dann habe ich halt die Kollision verursacht. Ich überlege. Was überlegst du? Strategie, Benzin und so. Läuft auf jeden Fall. Ich verbock die 109, sagt er das. Was da bockst? Die 109. So, jetzt hat man sich wieder ein bisschen eingependelt, vom Fahren her auch. Ich sag nichts mehr. Schon Fahrfehler. Schon zwei rausgekommen. Sehr schön. Perez erledigt sich selbst. Fahrt an die Box. Da ist einer an der Box gerade. Rosberg, bist du das, Haberer? Nein. Jo, das war Rosberg. Du bist wahrscheinlich wieder urweit vorne. Ja. Bist du deppert, Alter. 27 Sekunden vorne. Was machst du da auf der Strecke, Alter? Fahren? Ich glaube, das ist so wie bei F1 Allstars, da gibt es irgendwo Abkürzung. Ich hab das da ganz Neues gemacht, aber ich auch mal so. Ja. Für die PS4 oder so. Ja. Ich meine, sowas ähnliches gibt's. Gibt's also Kartfahren, also so halt mit Power-Ups, glaube ich, gibt's eh. Ja. Ich weiß jetzt aber nicht was. Oder kommt's erst raus oder ich weiß nicht, aber ich glaube, geben tut sowas. Ist das nicht? Schon wieder? Unser Abstand zum Hintermann beträgt 6,9 Sekunden. Rick, na nicht. Ist das nicht? Irgendwas, was jetzt rauskommen ist unlängst, glaube ich. Ja, also mit einem zweiten Platz könnte ich sehr gut leben.
Reifenverschleiß schaut auch super aus. Für Klaulas. Hm? Dafür Klaulas. Naja. Was du jetzt noch mehr in der Box? Denke ich mal, wenn ich so nah rankommen bin. Ja, da kann man fahren, was man will. Ending ist hier eine Klasse für sich. Bin gespannt. Also, wenn, dann kannst du es du schaffen, wirklich auf deinen Grand Prix hier jede Saison den Sieg zu holen. Ja. Hoffen wir es. Fixe 25 Punkte jedes Mal. Ja. In the tumult. Ich kann da gar nicht auf Fettgemisch fahren wie auf der Strecke. Moment. Ist so knapp das Benzin. Bin eine Runde mit Fettgemisch gefahren. Dann wieder zurückgestellt, weil das Benzin so schnell alle gewesen ist. Und jetzt 14. Runde sagt er mal, 5 Runden kann ich noch fahren mit Benzin. Obwohl ich hier schon längst wieder auf Normal fahre.
Ja, irgendwo lasse ich aber trotzdem immer gewaltig Zeit liegen. Erster Sektor ist noch top, aber dann geht's bergab. Aber nach hinten baut man auch aus, das ist sehr schön. Das heißt, da verliere ich den Anschluss nicht so. Was mich wirklich so schockiert ist, Hamilton bis jetzt jede Saison immer vorne mit dabei, immer vorne um den Weltmeistertitel mitgefahren. Jetzt überhaupt nicht eigentlich. Das schockiert mich. Ganz anders zurück, später kommt erst. Spätzimmer. Jetzt ist schon fast zu spät, so aber... Eh okay. Warum? Ja, weil Siegerbleibe. Ja, aber es ist jetzt schon ein Dreierkampf, wo er ein bisschen abgeschlagen ist. Ja, aber er kann auch wieder näher kommen. So brauchst du ein ganzes Rennen ausfallen und er gewinnt dieses Rennen mit 25 Punkten. Das sehen wir. Räikkönen 10. Oh ja. Räikkönen war auch der erste Sieg jetzt quasi, weißt du, was ich meine? Mhm. Hat mich gleich voller Wäsche überholt. Oh. Dass du schon zwei Rennen zum Beispiel gewonnen hast und er erst eins. Naja, er hat dann wahrscheinlich konstanter gepunktet als ich. Ja. Sian hätte ich in Monaco nicht gewonnen, dann wäre ich auch noch 25 Zähler hinten. Dann hätte Hamilton auch noch 25 Zähler auf mich zum Beispiel. Alter! Du bist ein Arschloch. Lass mich überrunden! Das hat mich fast dreht, Alter! So, last round! Stellt man sich die sechste Trophäe Österreichs in den Schrank. Oh, da hat's Massa zerfetzt. Einen kleinen Aussetzer gehabt. Bitte? Haben wir jetzt einen kleinen Aussetzer gehabt. Du oder was? Ja. Jetzt habe ich auf die Bremse drückt, Vollgas auf der Karten, weiß nicht warum. Tja. Voll Aussetzer gehabt, jetzt Blackout. Ist auch schon wurscht. Bist du überhaupt gefahren? Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 28,3 Sekunden. Oha. 28,3 Sekunden auf den Teamkollegen. Na, meiner Punkte dieses Rennen nicht. Ach so? Naja, ja, ich überholt irgendwann aber 14 oder so. Das ist gut. So, Platz 2 fährt man hier fix ein. Das ist ja immerhin etwas. Ja, Hamilton 4., Ricciardo 5. Das ist sehr gut. Das bedeutet,
das du natürlich wieder ausgebaut hast, aber dass ich jetzt wieder vor Räikkönen geschlüpft bin. Oh scheiße, ich habe weiter gedrückt. Du hast 131 Punkte, gefolgt von mir 122 Punkte, gefolgt von Kimi Räikkönen 113. Lewis Hamilton hat 99 und Nico Rosberg als Fünfter hat 91 Punkte. Konstrukteure habt ihr 244, Red Bull hat 193, Mercedes hat 190 und Williams ist dann schon abgeschlagen mit 113. Das war's von uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Ciao.